herzlichen Dank für den Empfang. Als ich die Einladung bekam, arbeitete ich gerade an der Neufassung der Vorlesungen zur Einführung ins Kapital. Deswegen habe ich die Einladung sehr gerne angenommen, weil das einen Synergieeffekt bedeutet. Auch das Gefühl, dass man als Bote, der etwas abzuliefern hat, auch bald auf Adressaten trifft, für die es gedacht ist. Denjenigen, die Schwierigkeiten haben oder hatten, das Kapital zu lesen, die vielleicht mal angefangen haben, möchte ich gleich sagen, als ich anfing, das Kapital zu lesen, als junges SDS-Mitglied, fand ich das Buch langweilig, ungenießbar. Ich hatte diese aus der DDR stammende braune Volksausgabe, da sind ein paar schüchterne rote Anstreichungen drin und dann hört es auf, also nach ein paar Seiten. Bin nicht viel weiter gekommen als zum Fetischcharakter der Ware. Aber ich konnte nichts damit anfangen. Und dann begab sich Folgendes. Und das ist auch mein erstes Kapitel, eine Historisierung des Interesses an der Kapitallektüre. Seit 1959 gab ich schon die Zeitschrift Das Argument heraus. Am Anfang war das eine Flugblatt-Serie, also noch keine Zeitschrift, aber jetzt war es schon eine Zeitschrift. Und wir hatten einen Club dazu gegründet, den Argument-Club. Der verstand sich so als die Clearingstelle der verschiedenen kritisch-politischen Gruppierungen an der Freien Universität in Berlin. Und in diesem Club war zum Beispiel Udi Dutschke oder, ich weiß nicht, ob die Namen noch was sagen, also mindestens zwei Leute aus der Kommune 1, die später die Fernsehbildschirme gefüllt hat, mit Putting-Attentaten und dergleichen. Aber das war nicht die Zukunft, davon ahnte man noch nichts. Aber wir hatten zum Beispiel der Korrektor der Zeitschrift Argument, ein Mann mit Scheide, wie mit dem Bein gezogen, überaus korrekt, mit Krawatte, Nickelbrille, also das Bild zwischen Buchhalter und konservativer Intellektueller, ein Studienstifter des deutschen Volkes, das war einige Jahre später, ich glaube drei Jahre später oder zwei Jahre später, nachdem er so zu uns stieß, war das der Langhans, den vielleicht noch einige kennen, der mit diesen Haaren, mit dem Harem, der später ein Religionsgründer werden wollte. Diese Zeit also, die hat mit einem Mal alles Mögliche aufgewirbelt. Und die hat auch mir und der Fricker Hauch und anderen aus meiner engeren Umgebung plötzlich das Kapital interessant gemacht. Das ging folgendermaßen zu. Wir hatten also den Argumentclub, natürlich war ich dann Vorstand, prima, war alles sehr gut organisiert. Und plötzlich stellte sich heraus, dass eine Gruppe von Mitgliedern den Argumentclub benutzt hatte, um am Vorstand vorbei eine geheime Aktion zu starten, nämlich eine Demonstration neuen Typs, die man damals noch nicht kannte, anlässlich des Besuches des Mörders, eines der damalig noch historisch auftretenden Modernisierer des schwarzen Afrikas. Ich spreche jetzt vom Mörder, nämlich Moise Tshombe, als er nach West-Berlin kam. Und diese Gruppe, geführt von Dutschke, organisierte eine Demo, bei der man zum ersten Mal im Nachkriegs-Berlin anfing, also zuerst holte man Luft wie ein Käfer, der Luft pumpt, bevor er fliegt, und dann rannte man auf die Polizeireihen zu wie eine römische Kohorte und durchbrach die. Die Polizei kannte diese Taktik noch nicht, es gab keine Schilde, es gab noch nicht die Ausrüstung, die wurde erst infolge dieser Erfahrung dann eingeführt. Und rückblickend finde ich das toll, dass diese Demo organisiert worden ist. Im Moment selber fand ich es eine Sauerei, denn wir waren Genossen, das war ein wieso machen die das, ohne uns zu informieren, einfach so? Außerdem war plötzlich dieser Argumentclub war plötzlich sozusagen polizeilich notorisch geworden, denn das war eine Gewaltdemo und keine friedliche. Also hat sich der Argumentclub gespalten
Und wir haben, die Vorstandsgruppe hat in Reaktion auf diese Erfahrung einen Arbeitskreis gegründet, den nannte man Marx-Engels-Arbeitskreis. Und das Programm war ganz schlicht, wir suchen den Anschluss an die historischen Erfahrungen und Theorien der Arbeiterbewegung. Wir hatten das Gefühl, wir haben nichts, wir haben das Gefühl, so geht es nicht, aber wir können das nicht richtig begründen. Wir suchen jetzt mal bei Marx und Engels und was man da sonst noch finden kann in der Umgebung, ob wir analytische Begriffe bekommen, mit Hilfe deren wir unsere politische Position besser formulieren können. Jetzt haben wir Kapital gelesen. Da waren noch viele Leute dabei, die sich später wieder gespalten haben, zum Beispiel Joachim Bischoff mit dem Projekt Klassen. Das war alles, kam alles in einer kleinen Gruppe. Nachher ging das nach fünf Seiten auseinander in rivalisierenden Lesegruppen. Und drei Jahre später gab es vielleicht 20.000, 30.000 Leute, die in Kapitalgruppen irgendwo das Kapital lassen. Und wir waren plötzlich eingeholt worden durch eine völlig unerwartete, unvorhersehbare, völlig überraschend gekommene Bewegung. Das war das Jahr 1965, von dem ich gerade spreche, wo es anfing. Und das Jahr 1967 ging die Welle hoch, da war ein Student erschossen worden, wieder beim Protest, diesmal gegen den Besuch des persischen Herrschers. Und ein Jahr später, wisst ihr alle, das war dann die Zeit, wo die Initiative von Berlin wegging und die ganze Welt erinnert sich nur noch an das Jahr 68, was völlig falsch ist, denn die Bewegung war vorher geboren, war von hier auch nach Frankreich übergesprungen und jetzt kam der Pariser Mai und absorbierte natürlich. Jetzt im selben Jahr 1965 erschien ein Buch, an das der Titel des Gesprächs heute Abend anknüpft. Das Kapital lesen. Lire le Capital. Herausgegeben von einem Professor, der ein Interner war, also wohnte in seiner Hochschule, nämlich der seit der Französischen Revolution bestehenden absoluten Elite Zentralhochschule Frankreichs, der École Normale Supérieure. Und da hatte er als der dort die Studenten, weil er wohnte, am engsten betreuen konnte, hatte sich da so die besten Studenten zusammengelesen und las mit denen Kapital. So kam sein Buch heraus. Wir wussten damals nichts davon. Die wussten sowieso nichts von uns. Aber es ist dasselbe Jahr 1965. Ich sage, er will historisieren das Interesse an der Kapitallektüre. Die Nachwirkungen des Buches Das Kapitallesen von Althusser sind heute noch zu spüren bei den wenigen Gruppen, die es gibt und den wenigen noch lebendigen Traditionen, die sozusagen von Generation zu Generation weitergeben, Lektüre-Erfahrungen und Lektüre-Muster. Und ich werde heute Abend noch öfters darauf zurückkommen, heute stellen diese Reste von Althusser etwas dar, wofür Althusser selber den Begriff gebracht hat, er nahm ihn von Bachelard, einem französischen Wissenschaftstheoretiker, nämlich epistemologische Hindernisse. Das heißt Blockierungen eigentlich. So ist jedenfalls meine Auffassung. Und ihr ahnt jetzt schon, was auf diesem Gelände einem begegnet, wie auf allen anderen politisch relevanten Geländen. Es gibt Richtungsunterschiede, es gibt Theorieparteien, kann man ruhig sagen, es gibt heftige Auseinandersetzungen. Es gibt jedenfalls nicht die Harmonie oder den einzigen Weg. Und ich bin eine solche Partei, eine solche Theoriepartei, darf also ab und zu kritisieren, aber nicht vernichten, denn es ist mir klar, die Vielzahl dieser Richtungen, an der werde ich nichts ändern können. Brauche ich auch nicht. Hauptsache, wir haben noch eine Debatte darüber. So, das war also eine unvorstellbare Studierbewegung, und wahrscheinlich zum ersten Mal, seit das Buch veröffentlicht war. Wir haben ja vorhin gehört, diese fantastische russische Puppe von Nichtlesen, wo in jeder Puppe, die nicht liest, eine zweite war, die auch nicht liest, und noch eine war, die nicht liest, nicht liest. Am Schluss kommt nur noch raus ein Gerücht, ganz von fern. Wahrscheinlich war das zum ersten Mal, dass eine Generation, soweit sie geistig wach war, sich dieses Werkes mit Leidenschaft annahm.
schon interessant. Allerdings, ach so, und Althusser konnte dank dieser Bewegung 4 Jahre nach Veröffentlichung seines Buches in einem großen Verlag, Flammarion, ein Vorwort schreiben zu einer Taschenbuchausgabe von Band 1, das Kapital auf Französisch. Im selben Jahr, glaube ich, oder ein Jahr später, machte auch in Deutschland ein großer Verlag, der am meisten gehasste Verlag für die Studentenbewegung, er gehörte nämlich dem Springer Verlag, Axel Cäsar Springer, machte auch eine Kapitalausgabe, weil das war ein Markt geworden. Ja? Und so auch in Frankreich. Nur, dass dort Althusser das Vorwort schreiben durfte. Und in dem Vorwort findet sich ein Satz, den kann man wie eine historische Signatur lesen. Wie man beim Hochwasser abliest, das war 1883, war es bis hierher, dann war es bis hierher, wo ist es jetzt? Der Satz heißt: Heutzutage gibt es niemanden in den Geistes- und Sozialwissenschaften, der nicht von sich sagt, er sei Marxist. 10 Jahre später, nach dem Herbst, und dann noch ein paar Jahre später, als das aus 1917 hervorgegangene nachleninische Staatengebilde unterging und sozusagen seine Trümmer und seine Verbrechen am helllichten Tag sichtbar hinterließ, galt der Gegensatz. Es gab niemand mehr in Geistes- und Sozialwissenschaften, der etwas auf sich hielt oder seinen Ruf verteidigen wollte, der auch nur von fern gesagt hätte, er sei Marxist. Also man kann sich einen schrofferen Gegensatz vom Alles zum Nichts kaum vorstellen. Und die neue historische Situation, ich nenne sie den Postkommunismus, hat sozusagen das organisierte Desinteresse an der Lektüre des Kapitals hervorgebracht. 10 Jahre später ist die Situation wieder umgeschlagen. Jetzt schreiben wir das Jahr 1999. Der mächtigste Gewaltstaat dieser Erde, die USA, mit einem gewiss großen Gewaltapparat aufgefahren, wird in die Enge getrieben, in Seattle. Die Staatsmacht ist hilflos angesichts einer neuartigen Bewegung, mit der sie nicht gerechnet hatte, mit neuartigen Taktiken und Bewegungsformen, auf die sie noch nicht vorbereitet waren. Noch gab es keine Politik der sanften Integration, den Wind aus den Segeln zu nehmen, das kam erst 2 Jahre später. Man kann eigentlich sagen, in Seattle hat die Staatsmacht, die US-Staatsmacht, an der inneren Front eine Niederlage erlebt. Und seither können sich die Mächtigen dieser Welt nicht versammeln, ohne dass ihnen eine heterogene Schar von Bewegungen, die Bewegung der Bewegungen sozusagen auf den Fersen folgt, aufpasst, was sie tun, was sie sagen, eine Gegenöffentlichkeit stiftet, es gibt wieder eine Bewegung. Und es gibt wieder, aber anders, ein Interesse an der Kapitallektüre. Denn es gibt immer mehr Leute, die sich fragen, wenn denn eine andere Welt möglich sein soll, was bedeutet das ganz genau? Wo ist genau das andere? Heißt das ein anderer Kapitalismus? Oder heißt das eine Welt jenseits von Kapitalismus? Dazu muss man aber denken können, was ist Kapitalismus? Ich spreche jetzt nicht von, oder nicht sehr ausführlich, von der Farce, die auf die Tragödie gefolgt ist. Dass die Partei, die den Neoliberalismus auf eine Weise in Deutschland praktiziert, die eine Konservative sich nicht hätte trauen können, dass die angesichts der nächsten verlorenen Wahlen plötzlich einen roten Schal anzieht und von Heuschrecken spricht und das Kapital meint. Immerhin, es ist offenbar aktuell unser Thema. Und man könnte denen, die das jetzt plötzlich entdecken, vielleicht mal raten, eine Kapitallektüre. Dann würden Sie sehen, dass das Gerede von Heuschrecken allenfalls faschistoid ist, aber mit Kapitalismustheorie nichts zu tun hat. Denn es ist der alte Trick, dass man unmoralische Auswüchse anklagt und das gute Normale zurückbringt. Aber die Zentralfrage ist die Normalität und überhaupt nicht der Auswuchs.
Beim Kapital von Marx geht es systematisch und methodisch ausschließlich um die Normalität. Alle Auswüchse, zum Beispiel überteuerte Waren oder Lohn unterhalb des angebrachten Niveaus als Ausbeutungstheorie, das kommt dort nicht vor. Sondern dort kommt es vor, was Kapitalismus ist, selbst wenn es nach den Maßstäben dieser Gesellschaft selbst gerecht zuginge. Was dann passiert? Das ist die Frage, die Marx stellt. Also da ist man an einem völlig anderen Ufer als mit solcher populistischen Billigrhetorik, die nach der Wahl sowieso vergessen sein wird. Was ich ja mit diesem ersten Kapitels, mit der Historisierung des Interesses an der Kapitallektüre sagen möchte, ist, ich nehme an, dass es jetzt sicher keine Massenbewegung wie 1968 geben wird, aber doch ein ganz anderes Interesse wieder. Es ist wieder ein Subjekt da, ein Subjekt ganz neuen Typs, ein nicht zentralisiertes Subjekt, ein Subjekt ohne einen roten Vatikan, ohne Chefideologen, aber allerdings auch ein Subjekt, was politisch noch ganz unreif ist. Antonio Gramsci würde sagen, das ist die erste Entwicklungsphase eines neuen Subjekts. Noch ist es unstrukturiert und fährt auf charismatische Figuren ab. Wenn charismatische Figuren das ausschließliche Sagen haben, ist das ein Zeichen für die Kinderschuhe einer Bewegung. Wenn sie sich fängt und selber ihre eigenen Intellektuellen ausbildet und ihre Erfahrungen sozusagen sintert, sichtet, klärt, verarbeitet, dann ist im Moment des bloßen personalen Charisma nur noch ein Moment. Aber jedenfalls, es dominiert nicht. Aber im Moment sind wir unterstellt, und ich glaube ganz sicher, dass diese Bewegung der Bewegungen Zukunft hat, sind wir in der Phase, wo sie noch in dieser kindlichen, wenig strukturierten, wenig konsolidierte Erfahrung habenden Periode steckt. So, das war mein erstes Kapitel, Historisierung der Kapitallektüre und des Interesses am Kapital. Mein zweites. Unterstellt, wir hätten nun also die Subjekte, die das Kapital lesen wollen, dann die, jetzt zur Frage, die nach dem Gedankenstrich mein Thema kommt, wie lesen. Kapital lesen, aber wie? Und auch worauf hin? Was sucht man dort eigentlich? Den ersten Satz zum Wie mache ich sehr einfach, obwohl ich da als Theoriekonferenz spreche. Auf jeden Fall einen Weg suchen, der es für alle zugänglich macht. Also den Versuchungen widerstehen, eine Art Esoterik daraus zu machen. Und wir haben ein Trauerspiel von vielen Gruppen, die sich in solcher Kapitalesoterik verloren haben. Wo die Haare immer dünner werden, die noch gespalten werden. Und wo man sich auf jeden Fall verabschiedet von jedem lebensnahen Interesse und von jeder über eine Kleinstgruppe hinausgehenden Nützlichkeit dieser Theorie. Es ist also, liegt also sehr viel daran, ein begleitendes, sozusagen methodisches Selbstbewusstsein beim Betreiben von Kapitallektüre zu entwickeln, bei dem reflektiert wird, wie kann diese Forderung Nummer 1 am ehesten eingelöst werden. Ich denke, dass dazu eine Verständigung darüber kommen kann, was man eigentlich sucht. Und man sollte sich von vornherein klar machen, ich suche hier jetzt nicht, ich lese das jetzt nicht als Wirtschaftswissenschaftler. Ich suche nicht Wirtschaftswissenschaft. Was ich suche, ist ein Verständnis kapitalistischer für Gesellschaft. Ich suche also ein Verständnis von etwas, was mich, seit ich auf der Welt bin, schon umfängt. Ich suche ein Verständnis für die Welt, in der ich existiere, in die hinein ich mich geformt habe und die mich geformt hat dabei. Das ist etwas ganz anderes. Das ist eine, wenn man so will, eine viel existenziellere Fragestellung, als dass ich für ein Fach bestimmte Theorien suche, die ich fachlich bearbeiten kann. Ich bin kein Ökonom und ich werde die Kapitallektüre nicht für Ökonomen machen. Ich hoffe allerdings, dass unsere Freunde unter den Ökonomen
das Kapital auch lesen und auf ihre Weise lesen und uns in vielen Fragen, die wir als Laie nicht beantworten können, zur Seite stehen, indem sie die entsprechenden konkreten Analysen im Anschluss machen. Also das ist keine Absage an marxistische Ökonomen, aber eine Klarstellung, was ich eigentlich suche. Nochmal, ich schlage vor, geradezu existenziell zu suchen, einen Einblick und ein Verständnis von kapitalistischer Vergesellschaftung. Damit ich da auch die Frage nachher artikulieren kann, wie wäre eigentlich eine andere Vergesellschaftung möglich? Versteht schon, jetzt setze ich mal Welt durch Vergesellschaftung. Da ist die Frage schon ein Stück begrifflicher geworden. Eine andere Welt kriegen wir natürlich nicht. Aber vielleicht kriegen wir eine andere Form der Vergesellschaftung. Jetzt aber, das wäre sozusagen ganz furchtbar allgemein formuliert. Jetzt aber konkret. Es fängt ja so an, dass man zuerst, dass Marx zuerst die Ware zerpflückt, dann kommt er auf die Frage, was macht Waren eigentlich vergleichbar, weil sie doch qualitativ unvergleichbar sind, denn er landet bei der Arbeit und rezipiert die klassische bürgerliche politische Ökonomie mit ihrer Arbeitswertlehre. Und dann wendet er sich dieser Form, dass in Dingen vergegenständigte Arbeit verrückterweise als deren Eigenschaft ausgedrückt wird, als deren Wert zu. So, ich finde dort, ich könnte das jetzt beschreiben, als eine Serie von insgesamt hunderten theoretischen Thesen, zum Teil Gesetzen, Formeln, alles Mögliche hintereinander. Aber gibt es eine Möglichkeit, sich darüber zu verständigen, was sozusagen all diesen Thesen und ihrem Hintereinander, ihrer Aufeinanderfolge, wie der Faden durch eine Perlenkette, sozusagen, was sie zusammen, was sie verbindet. Und ich schlage vor, dass man sich darüber verständigt. Ach so, ich hätte gleich etwas am Anfang sagen müssen. Für sehr ratsam halte ich auf die Frage des Wie-Lesen, dass man das mit anderen zusammenliest, also diskutiert und sich ständig darüber austauscht, verständigt. Das ist sehr wortwörtlich. Man kann das auch allein lesen, aber man liest es ganz anders, wenn man es auf andere hin und von ihnen her liest. So, und unterstellt, wir täten das jetzt. Wir werden jetzt eine kleine Gruppe treffen, uns bei irgendjemandem zu Hause. Und dann müsste ein Gesprächsgegenstand immer wieder sein, was ist eigentlich der rote Faden, an dem sich diese verschiedenen Thesen, Gesetze, Formeln und was es so alles gibt oder Begriffseinführungen anordnen. Und ja, was ist das eigentlich? Vielleicht kann man das so jetzt mal umgangssprachlich versuchen zu umschreiben. Ich habe da jetzt auch keine fertige Sprache für. Nochmal, was suche ich? Ich nehme ein Buch in die Hand. Und das fängt an mit einem bestimmten Gegenstand, nämlich mit der Ware, und geht dann nach irgendeinem mir zunächst unverständlichen Rhythmus von Gegenstand zu Gegenstand weiter. Gut, was ich also verstehen muss, worüber ich mit den anderen mich verständigen sollte, ist genau dieser Rhythmus. Wenn ich verstanden habe, nach welchem Rhythmus eigentlich hier Frage an Frage auf Frage folgt, Gegenstand auf Gegenstand folgt, Begriffseinführung auf Begriffseinführung folgt, dann habe ich sozusagen, bin ich dabei, etwas zu verstehen, was diese verschiedenen Einzeltheoreme zusammenfasst. Also mein Vorschlag wäre, den Diskussionsprozess von Anfang an darauf zu richten. Das ist ja auch der Gedanke, der meine ursprünglich Anfang der 70er Jahre zum ersten Mal auf studentische Einladung gehaltene Kapitalvorlesung schon durchzogen hat und nachdem dieses ganze Buch gemacht ist. Also ich halte das für ein strategisches Gut ersten Ranges, wenn man sich darüber verständigen kann. Jetzt die Theorieparteien wissen das und man erkennt sie daran, was ihre Antwort auf diese Frage ist. Es gibt auch ein bisschen bröckelige Parteien, die haben die Frage noch gar nicht entdeckt, aber die sozusagen die Parteien, die einigermaßen gesettelt sind in dieser Branche,
wie betreibt man eigentlich Kapitallektüre? Die haben ihre Antworten darauf. Und ein bisschen von den Problemen und den Konflikten unterschiedlicher Antworten soll jetzt einfließen, soweit das überhaupt möglich ist, wenn man sich so verständigt. Aber jetzt nochmal nach diesem, woraufhin wir lesen, was uns da eigentlich erwartet. Man kann es auf verschiedene Weise beschreiben. Eine der Formen ist, dass wir, der Marx ist offenbar bestrebt, am Anfang einen Einstieg zu finden, wo er eine Aufgabenstellung herausarbeitet, die möglichst wenig Schwierigkeiten gleichzeitig enthält. Also er sucht die am wenigsten komplexe Problematik heraus. Das ist das Erste. Damit er nichts voraussetzen muss, was nicht jedes Gesellschaftsmitglied mitbringt. Das ist dieser Satz, den ich weitlich ausbeute in dem Buch. Der steht bei Ihnen im ersten Kapitel. Jedermann weiß, wenn er auch sonst nichts weiß, dass die Waren zwar sehr verschieden sein können, ihrer Qualität nach, aber sie haben alle den Preis in derselben, im selben Medium Geld. Und dieses Wissen, was alle wissen, auch wenn sie sonst nichts wissen, also das vortheoretische Wissen, das Wissen, was das Gesellschaftsmitglied als solches aufgrund seiner Lebenserfahrung hat, das ist der Ausgangspunkt. Und das erste Kriterium für den Einstieg, von dem er anfängt, ist eben, dass es kein anderes Wissen sein darf. Das zweite Kriterium ist aber, dass dieser einfachst oder unkomplexeste Einstiegsgegenstand, dass der so beschaffen ist, dass man in ihm den Anstoß findet, einen Übergang zu machen zu einem nächst komplexeren. Etwas sehr simpel formuliert. Und immer so weiter. Das heißt, es geht für ihn jetzt darum, eine Darstellungsweise zu finden, und nach der forscht er Jahrzehnte, bis er sie richtig hat, eine Darstellungsweise zu finden, wo er aus der Sache selbst, aus der Analyse der jeweiligen Sache, die behandelt wird, selbst die Gründe aufweisen kann, wodurch diese Sache übergeht zu einer komplexeren Sache. Also Sache nicht im Sinne von Ding, das kann ein Problem sein, das kann ein Aspekt sein, irgend so etwas. So, und das wäre sozusagen das strategische Gut, auf das hin die Verständigung von einem Menschen, die zusammen Kapital lesen, sich von vornherein konzentrieren sollte. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel dafür. Ich nehme als Beispiel etwas, was die gegenwärtige soziale Situation auf eine Weise durcheinander wirbelt oder angefangen hat, durcheinander zu wirbeln, wo wir noch nicht ahnen, wo das landet. Und trete mal einen Schritt zurück von meinem bisherigen. Es vergeht ja kein Tag, an dem nicht irgendein deutscher Betrieb oder mehrere seine Arbeitsplätze in irgendein anderes Land verlegt. Und dieses Verlegen geht in einem Crescendo weiter, zum Beispiel Porsche, die nur 15% der Bestandteile ihrer Autos in Deutschland fertig ist, die Zahlen sind vor einem Jahr, vielleicht ist es inzwischen noch anders, hat zuerst in Tschechien produzieren lassen, dann ging es aus der Tschechien weiter nach, ich weiß nicht mehr genau, Weißrussland oder Ukraine, ich weiß nicht mehr genau, es ging weiter westlich. Warum eigentlich? Warum ging es zuerst mal nach Tschechien? Naja klar, dort war man bei 20% der hiesigen Löhne. Und dann ging man weiter östlich, jetzt war man bei 10% der hiesigen Löhne. Und dann ging man noch weiter östlich, wo sich inzwischen die Löhne etwas anheben, wie ich letzte Woche gelesen habe, nämlich von 57 Euro im Monat bei 10-stündigen Arbeitstagen auf inzwischen 64 Euro im Monat. Jetzt haltet mal dagegen einen Porsche-Arbeiter doch. Ich spreche gerade von China, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Und das ist in den Sonderwirtschaftszonen Chinas, wo sich die Löhne allmählich anheben. Mit dem Lohn hat es also gegenwärtig etwas auf sich. Das Interessante ist, dass bereits Marx
Jahre nachdem man das Kapitalband 1 veröffentlicht hatte, auf diese Problematik gestoßen ist. Und hat sie exzerpiert aus der Rede eines englischen Parlamentsabgeordneten und vorgenommen, dass er das in seinem Buch in der dritten Auflage inkorporieren würde. Die Auflage erschien dann nach seinem Tod, aber Engels hat das reingetan. Ich lese das mal vor, was er da jetzt exzerpiert aus der Zeitung ist, aus Times, der London Times. Also dieser Abgeordnete sagte zu seinen Wählern, wenn China ein großes Industrieland wird, so sehe ich nicht ein, wie die europäische Arbeiterbevölkerung den Kampf aushalten könnte, ohne auf das Niveau ihrer Konkurrenten herabzusteigen. Also 64 Euro im Monat. Und Marx schreibt dann dazu seinen Kommentar, nicht mehr kontinentale, nein, chinesische Löhne. Das ist jetzt das ersehnte Ziel des englischen Kapitals. Und es ist klar, dass dank der sogenannten Globalisierung, die wiederum möglich wurde durch Automation und Computer und integrierte Rechen- und Kommunikationstechnik, ich gehe jetzt da nicht ins Detail, das ist der Gegenstand meines Hightech-Kapitalismus-Studien, kann das, was damals ein Gedankenspiel war, inzwischen realisiert werden. BMW geht jetzt nach Indien, sofern die Löhne möglicherweise noch niedriger sein als in China. So, der Lohn. Der Lohn ist im Moment ein Feld ungeheurer Destabilisierung in der gesamten Gesellschaft. Denn wenn das Kapital dem Niedriglohn folgt, bricht das System zusammen der bisherigen Normallohnländer. Der Länder, die als Ergebnisse der Klassenkämpfe ein Lohnniveau haben, wie es die westeuropäischen Länder haben. Aber jetzt mal absehen davon. Das ist also ein Terrain, auf dem sich ungeheure Krisen, von denen wir noch ganz wenig erst anbahnen, und wo man auch nicht sieht, wie, ich sehe es im Moment nicht, welche resozialisierende Lösung für das Problem erfunden werden soll. Von wem? Und wer soll das wie durchsetzen? Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich nehme jetzt mal diesen Lohn. Was ist Lohn in der Umgangssprache? In der Umgangssprache, so wie das Wort Arbeitslohn sagt, und so wie man das praktiziert, 5 Stunden zum Satz von 10 Euro die Stunde, macht 50 Euro. Also man kriegt für Arbeit Geld. Also scheint das, oder ist das, tatsächlich, so wird es praktiziert, der Preis für Arbeit. So spricht es sich selber aus und Marx nennt Phänomene, die sich so selber aussprechen, sozusagen eine ganze Gesellschaft lebt so darin, die bildet das so ab, nennt er die Kategorien oder Existenzweisen dieser Gesellschaft. Also Lohn in diesem Sinn, Lohn ist das Geld für Arbeit oder der Preis von Arbeit. Das ist sozusagen eine Existenzform unserer Gesellschaft. Der Witz ist nun nur folgender. Wenn Arbeiter ihre Arbeit verkaufen können, dann müssten sie sozusagen nicht, dann könnten sie die Arbeit direkt zur Ware machen. Dann würde das gar nicht funktionieren. Aber sie können ihre Arbeit nicht direkt, wie macht man das überhaupt, seine Arbeit direkt verkaufen? Und jetzt kommen wir bitte nicht mit einer Dienstleistung. Also selbst wenn man jemand die Haare schneidet, ist das ja nicht sozusagen im luftleeren Raum, sondern im Friseursalon, mit Marktanschluss. Und mit Ausstattung und so weiter. Und das verkaufte Produkt ist der Haarschnitt und nicht die Arbeit. Die Arbeit existiert nicht separat vom Haarschnitt und man kann sie schon mal verkaufen. Also offenbar ist die Kategorie, die Grundkategorie unserer Gesellschaft, dass Arbeit verkauft wird und einen Preis hat, der Lohn heißt, ist offenbar unsinnig. Und jetzt gibt sich ein Problem. Wie kann man das begrifflich aufarbeiten? Die Lösung, die Marx bringt in die Denkgeschichte, ist die, dass nicht die Arbeit einen Preis hat in diesem Fall, sondern die Arbeitskraft. Die kann verkauft werden. Der Kapitalist, sagt er, und das kann jeder von uns bestätigen, trifft ja auf dem Markt nicht die Arbeit an, sondern den Arbeiter oder die Arbeiterin. Und er kauft Arbeitskraft ein.
Und die Arbeitskraft hat einen Wert. Und der Wert wird bestimmt, und jetzt achtet auf den nächsten Satz, wie der bei jeder anderen Ware, durch das, was zu ihrer Produktion notwendig ist. Jetzt passt mal auf. Im Grunde, jetzt ist gerade Folgendes passiert. Um eine rationale Aufschlüsselung dessen, was sich zunächst präsentiert als Lohn ist Preis für Arbeit zu finden, musste ich von Arbeit auf Arbeitskraft. Ich brauchte einen Begriff von Ware und von Warenwert. Ich musste also rückwärts gehen, und wenn ihr jetzt mal das Kapital aufschlagt, ist das genau mit einigen Auslassungen die Folge der Kapitel. Das heißt, ich bin eine bestimmte, ich habe sozusagen wie in einen Baukasten zurückgegriffen auf einfache Bauteile. Jetzt gehe ich mal andersherum vor. Waren haben zwei Aspekte. Sie müssen etwas Bedürfnisbefriedigendes haben, irgendein Bedürfnis, egal ob für den Kopf oder für den Magen oder für die Hände. Und zweitens, sie müssen tauschbar sein, sie müssen einen Tauschwert haben. Also etwas, was zum Beispiel sehr nützlich ist für die Bedürfnisse, Luft, haltet sie an und ihr werdet das bestätigen, kostet nichts. Weil es hat also offenbar keinen Tauschwert, aber es hat einen Gebrauchswert. Luft kann also so lange keine Ware werden, solange sie nicht auch ein knappes Gut wird, das wird sicher noch kommen, und dann eben zur Ware wird. Also, nicht jedes brauchbare Gut kann deswegen schon zur Ware werden. Es gehört eine Knappheit dazu. Und der nächste Schritt, den er macht, was die unterschiedlichen Waren vergleichbar macht, das habe ich schon gesagt, ist die Arbeit, die drinsteckt. Alles sehr abgekürzt gesprochen, ich lasse jetzt ganz vieles weg, denn sonst fangen wir an und brauchen ein Jahr. Aus dem Austausch von Waren bildet sich heraus eine allgemeine Ware, mit deren Hilfe es möglich wird, unterschiedliche Waren einander zu vergleichen. Geschichtlich können das unterschiedliche Sachen sein. Zum Beispiel in diesen Breiten bei Fernhandel oft war es Salz, in anderen Gegenden war es Vieh, irgendwo anders Muscheln, im malinischen Hochland Federn von irgendwelchen Dschungelvögeln, Kakaobohnen. In verschiedenen Kulturkreisen können das verschiedene Güter sein. Sie haben nur ein Requisit, sie müssen bekannt sein. Und man muss sich erinnern können, dass die Tauschrelation zu einem bestimmten Gut bekannt ist. Dann kann man, wenn ich weiß, wie viele Kakaobohnen ein Stück Fleisch wert ist, dann kann ich es tauschen gegen etwas anderes, ein Stück Textil, was gleich viel Kakaobohnen wert ist. Versteht ihr? Jetzt ist eine Ware hat jetzt die Funktion bekommen, jetzt mit dem Marx'schen Begriff Geldware zu werden. Das ist der nächste Begriff, den er einführt. Jetzt hat er eine Theorie des Geldes. Nachdem er die hat, kann er den Umlauf von Waren, wie er durch Geld vermittelt ist, analysieren. Nachdem er den hat, steht er sozusagen am Abgrund und beobachtet jetzt, es ist nun aber möglich, mit Geld was anderes zu machen, als bloß Güter zu kaufen, die man dann verbraucht. Man kann nämlich aus Geld mehr Geld machen. Und wie geht das zu? Dann spielt er mehrere Möglichkeiten durch. Zum Beispiel, wenn wir in einer Art Gesellschaftsspiel, die erste, was die Leute sagen, ja, die einen bescheißen die anderen. Die Weise kriegen sie mehr Geld raus. Man sagt, schlägt er vor, gut, okay, das geht, das macht man, passiert dann dauernd, macht man jetzt im Raum so, jeder klaut dem anderen was. Und das stimmt, dann sind einige reicher als andere, aber wir alle zusammen als Gesellschaft sind nicht reicher geworden. Es muss aber eine Lösung für das Problem geben, wo die ganze Gesellschaft, wo mehr entstanden ist, als vorher da war und nicht als bloß umverteilt worden ist, das, was schon da war. Also eine Art Gesellschaftsspiel, was er vorschlägt. Und dann führt er ein, das kann nur eine Ware sein, deren Gebrauchswert darin besteht, dass sie selber Wert bildet. Und das ist die wahre Arbeitskraft. So, jetzt haben wir sozusagen die Brücke zu dieser Lohnfrage vom Anfang. Nicht Arbeit wird verkauft, hat einen Preis,
sondern Arbeitskraft wird verkauft und hat einen Preis. Und Arbeitskraft ist selber ein Produkt. Und wie man das genau berechnen kann, das ist jetzt eine andere Sache. Das kann ganz raffiniert gemacht werden, einschließlich der Familienangehörigen, der Kindheit, des Alters, der Krankheit. Das kann man alles rechnen. So, jetzt hätten wir ein Beispiel für das, was ich vorhin den Rhythmus nannte, wie ein Gegenstand auf den anderen folgt. Und mein Vorschlag ist, wenn ihr euch dieser Schwierigkeit der Kapitallektüre annehmt, verständigt euch darüber, wie sich dieser Rhythmus begreifen lässt. Ja, wie das genau. Das ist das, was man nennt die Darstellungslogik im Kapital. Und man kann auch sagen, sie ist die Frucht der vorangegangenen Forschung von Marx. Man kann sogar sagen, Forschung ist für ihn zu sehen, wie sich das eigentlich darstellen lässt. Und ich würde noch weitergehen zu sagen, ich weiß nicht, ob man das Wort heute noch so braucht in dem Chemieunterricht. Bei uns in der Schule hieß das so, wenn man irgendein Gas freisetzte, dann nannte man es in der Chemie die Darstellung. Das Gas wird dargestellt, also es wird wirklich produziert jetzt. Ja, aus irgendetwas produziert man, zum Beispiel Elektrolyse, wo man Wasser aufspaltet. Und dann kann man herausfüßeln den Sauerstoff, den Wasserstoff. Das nennt man die Darstellung, obwohl es nicht an der Tafel gemacht wird, sondern mit wirklichem Strom an wirklichem Wasser und es entsteht wirklich Sauerstoff. Das ist also eine Darstellung. Das heißt, das Wort Darstellung kriegt eine Doppeldeutigkeit. Und diese Doppeldeutigkeit ist für Marx ganz wichtig. Für ihn ist also Darstellung nicht eine reine Technik, wie präsentiere ich das, steht ihr? Sondern ich muss die Darstellung finden, die einem Rhythmus folgt, wie sich die Sache selbst darstellt. Das heißt, meine gedankliche Darstellung muss versuchen, die wirkliche Darstellung zu erschließen. Man kann es auch anders ausdrücken. Das, was ich jetzt nannte, Darstellung und Aufeinanderfolge, kann man auch den Aufbau der Theorie nennen. Zum Beispiel der Begriff, die Theorie von, was ist eigentlich Arbeitslohn? Die hat einen inneren Aufbau. Der Aufbau lässt sich nochmal so beschreiben. Arbeitslohn ist die Kategorie, in der die Gesellschaft glaubt, dass sie das tut. In Wirklichkeit ist Folgendes der Fall. In einer warenproduzierenden Gesellschaft tritt Arbeitskraft als Ware auf, oder die Warenform erstreckt sich auf Arbeitskraft. Und der gesellschaftliche Aufwand an Arbeit, der nötig ist, um die Arbeitskraft zu produzieren, bestimmt deren Wert. Und diesen Wert nennt die Gesellschaft dann den Lohn. Und sie rechnet das dann um auf die bekannten Weisen. Zum Beispiel, wenn man jetzt den Wert einer Arbeitskraft für eine bestimmte Zeit, kann ich das auf Stunden umrechnen. Dann habe ich den Stundenlohn. Oder ich kann das auf Stücke umrechnen. Dann habe ich den Stücklohn. Das sind abgeleitete Formen dieser Grundform. Jetzt, ich will euch nicht hauptsächlich was über Lohn erzählen, sondern ihr solltet das beobachten. Ich habe also, um eine Antwort zu geben auf die Frage, was ist eigentlich wissenschaftlich gesehen Arbeitslohn, habe ich meine Antworten in gewisser Weise strukturiert. Ich habe eine Struktur abgebildet. Und diese Struktur ist aber kein didaktischer Trick, sondern wenn sie richtig getroffen ist, dann habe ich bei meinem Strukturbild das sich selbst strukturierendes Phänomen abgebildet. Man kann es auch anders ausdrücken. Meine Erklärung hatte einen Aufbau. Hier und die Begriffe in folgender Weise zusammengebaut. Ich brauchte den Warenbegriff, den Wertbegriff. Ich brauchte den Begriff Arbeitskraft und dann konnte ich das zusammensetzen. Das ist sozusagen wie im Baukasten, eine Art Aufbau. Ich kann Aufbau doppeldeutig verstehen, wie vorhin Darstellung. Im stärksten Sinn wäre der Aufbau dann erfasst, wenn ich das sich selbst aufbauen meines Gegenstandes abbilden kann. Wenn also mein Theorieaufbau nichts anderes mehr tut, als sich dem Selbstaufbauen, dem Sich-Aufbauprozess, wie nennt man das, des Gegenstands anschwingt. Ja, gut. Jetzt mache ich mal einen Riesensprung und tue ein Ticket obendrauf, auf das gesagt. Nichts anderes bedeutet für Marx
das, was er nennt Dialekt. Also mein Rat wäre, sich von vornherein zu verständigen über die Dialektik in diesem Sinne. Die Dialektik des Kapital von Marx. So, nur noch ein paar Sprüche zu dem Wie, sollte man gleich auch noch sagen, achtet auf die Zeitökonomie. Verwandelt euch um Gottes Willen nicht in ewige Kapitalleser. Man muss nicht alles verstanden haben, man kann schon weiterlesen. Wenn ihr nämlich diskutiert über den roten Faden, ja, dann brauche ich das Einzelne nicht so dringend, wie dass ich eine Verständigung herbeiführe über dieses Ineinanderklinken zweier Sachen. Ich kann jetzt erklären, warum aus etwas anderes folgt. Wenn ich das kann, habe ich eine Aufeinanderfolge auch. Ich weiß jetzt, in welcher Reihenfolge ich die Sachen abbilden muss. Und wenn ich begreife, sozusagen, was die Reihenfolge ausmacht, dann bin ich am roten Faden. Ich hoffe, das ist irgendwie was zu mir. Jetzt komme ich aber zu meinem nächsten Kapitel, das heißt, wie nicht. Also das Kapital lesen, aber wie nicht. Und das könnte ich mal, ich lasse jetzt viele Sachen weg und nehme mal den alleredelsten Fall. Der Marx verführt uns nämlich zu Irrtümern. Deswegen kommt eine Lektüre nicht in Frage, die nicht selber denkt und auch sich im Zweifelsfall entscheidet, aus Marx etwas herauszulösen und von da an weiterzudenken und etwas anderes zurückzulassen. Derrida nannte das die Spektralanalyse. Aber den Witz dieses Begriffs kann man auf Deutsch nicht machen, weil das Spektrum ist auf Französisch auch das Gespenst. Und gleichzeitig das Spektrum. Und er sagte, die Marx'sche Theorie ist noch von einem Gespenst, einem Spektrum heimgesucht, nämlich dem Gespenst der vormarx'schen Ontologie, wenn man so will. Der vormarx'sche Auffassungen, was der wahre Jakob im Sein sei. Und dieses Gespenst muss man dem Marx austreiben. Jetzt, egal ob man dem Derrida in dieser Frage genau folgt, das ist mir jetzt nicht so wichtig als Folgendes. Ja, wir sollten eine solche Spektralanalyse vornehmen. Es auseinanderlegen können in unterschiedlichen Farben, diesen Text, und sagen, an bestimmte Farben bevorzugen wir. Das will ich jetzt mal erläutern und da gleichzeitig exemplifizieren, dieses Wie nicht. Ich mache das mit Marx' Zitat. Moment, das dauert einen Moment, bis ich das finde. Ja, es geht um den Arbeitslohn. Von diesem Arbeitslohn sagt Marx im Kapitel über den Lohn, und zwar nicht vom Lohn so umgangssprachlich, sondern von der Form des Lohns. Das ist ganz wichtig, dass Marx schon bei der Ware fängt er an, dass er sagt, Ware ist eine bestimmte soziale Form, in die Produkte kommen können, unter bestimmten Umständen. Die Antwort, die er gibt, welches die Umstände sind, kann man auch noch schnell mitteilen. Wo immer zwar arbeitsteilig produziert wird, also jeder Produzent für andere produziert, aber jeder Produzierende in die eigene Tasche wirtschaftet, nehmen die Produkte notwendig die Form von Waren an. So. Und deswegen ist das Wort Ware muss als Formbegriff verstanden werden. Und an dieser Form kann man eine gesellschaftliche Formation packen, die sich aus dieser Form aufbaut. Und so ist auch Arbeitslohn für Marx ein Formbegriff. Denn die Frage, wie regelt sich die Teilhabe am Lebensnotwendigen eines Menschen, der an der Herstellung des Lebensnotwendigen mitgewirkt hat, das beantworten unterschiedliche Gesellschaften ganz unterschiedlich.
Und es ist eine ganz spezifische Form, die man Arbeitslohn nennt. Die unterscheidet sich zum Beispiel von feudaler Arbeit und feudaler Remuneration. Und beim Feudalen, erinnert ihr euch, die leibeigenen Bauern haben ein kleines Feld, wo sie ihr eigenes Zeug anbauen, wovon sie leben. Und abgesehen davon müssen sie 10% davon abliefern, entweder beim Kloster oder beim Landesherrn. Und dann an bestimmten Tagen der Woche müssen sie unter Mitführung ihres eigenen Essens auf dem Grundstück ihres Herrn arbeiten. Und das sieht jeder Idiot, dass es sowas wie Ausbeutung gibt. Bei der Sklaverei ist es anders. Das sind jetzt alles Beispiele, die Marx bringt. Bei der Sklaverei denkt man, es sei so, als würden die nur Fronarbeit leisten. Das heißt, die arbeiten 100% der Arbeitszeit für jemand anderen, während die feudalen Leibeigenen wenigstens nur die Fronarbeit für anderen zu machen scheinen. Aber das ist natürlich Unsinn. Man muss nur gucken, woher kommt eigentlich das Getreide oder was sie sonst kriegen, mit dem die Sklaven ihren Lebensbedarf stillen. Und das ist ein Teil ihres eigenen Produkts. Also kann man sehen, wenn wir nochmal drüber nachdenken, auf den zweiten Blick, den ersten Blick war das unsichtbar. Das sah das aus, als würden sie nur für den Herrn arbeiten. Auf den zweiten Blick verstehen wir, dass sie einen Teil der Arbeitszeit dafür verwenden mussten, das herzustellen, wovon sie selber leben. Ihre Kleidung, ihr Essen, ihre Wohnung. Und was sie sonst vielleicht noch haben. Also anders als beim Feudal, wo das auseinander vorkommt, kommt es hier ineinander vor. Bei der Lohnarbeit kommt es auch ineinander vor. Genau seitenverkehrt. Hier sieht es aus, als ob der Lohnarbeiter niemals ausgebeutet würde. Er kriegt schließlich sein Geld für seine Arbeit und wenn der Preis für die Arbeit gerecht ist, gibt es keine Ausbeutung. Während es bei der Sklaverei nur Ausbeutung zu geben scheint, gibt es beim Lohnarbeiter gar keine Ausbeutung und nur beim Feudalarbeiter ist das so auseinandergelegt. So, durch diesen Vergleich zwischen verschiedenen Gesellschaftsformen kann Marx zunächst mal deutlich machen, dass das tatsächlich eine spezifische Form ist, Lohn. Und da wir jetzt schon mal so weit sind, noch kurz für diejenigen, die das nicht aus dem FS schon haben, wie die einigen, die ich hier sehe. Marx erklärt das dann so, umgekehrt symmetrisch zur Sklaverei. Also dort muss man sehen, dass ein Teil der Arbeit verausgabt wurde für ihre eigenen Lebensmittel. Ne? Das war also nicht alles für den Herrn. Jetzt wenden wir das mal auf den Lohnarbeiter an oder die Lohnarbeiterin. Dann kann man auch sagen, einen Teil ihrer Arbeit verwenden sie, um das zu reproduzieren, was sie in Lohnform bekommen, um ihre eigene Arbeitskraft zu reproduzieren. Und vom Standpunkt ihrer Lebenserhaltung nennt man das die notwendige Arbeit. Jede Minute aber, die sie länger arbeiten, ist mehr Arbeit. Und entspräche der Fronarbeit beim Feudalbauern. So ist es zwar beim Sklaven und beim Lohnarbeiter, ist es auf den ersten Blick nicht sichtbar, wie die Sache läuft. Und man muss Zusammenhänge herstellen, um dann zu begreifen, ja, so verhält es sich. So, und jetzt, wie spricht Marx über dieses Problem, dass es auf den ersten Blick nicht sichtbar ist und es einer gewissen Analyse bedarf und einer Zusammenführung auseinanderliegender Phänomene. Zum Beispiel muss ich einfach gucken, die Sklaven gehen jetzt wieder in ihr Sklavenlager und jetzt kriegen sie Essen. Und dann gucke ich, woher kommt das Essen? Dann sehe ich, es kommt aus ihrer Arbeit. Dann habe ich begriffen, sie arbeiteten also auch einen Teil ihrer Zeit für sich, wenn man so will. Also es ist nachvollziehbar, ne? Und beim Lohnarbeiter entsprechend. Das lässt sich ganz genau rechnen und sachgemäß zuordnen. So, wie spricht nun Marx über dieses Problem? Und ich zitiere ihn mit der Behauptung, er spricht verführerisch darüber und verführt uns zu einer falschen Auffassung des Problems. Und an der Stelle scheiden sich die Theorieparteien. Deswegen jetzt mein Beispiel. Also die Lohnarbeit, in welche die Form des Arbeitslohns, in welche Wert und Preis der Arbeitskraft verwandelt sind, das versteht ihr jetzt, Wert und Preis der Arbeitskraft verwandeln sich auf dem Markt in Preis für Arbeit. Also in die Form Lohn. Das ist eine Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und gerade sein Gegenteil zeigt.
Oder eine andere Stelle. Und jetzt geht es nicht mehr um Lohn. Ich mute euch einfach jetzt etwas zu, was komplexer ist. Nämlich jetzt geht es darum, was wird eigentlich aus dem Produkt der Mehrarbeit? Ihr erinnert euch, Mehrarbeit ist das, woraus, das ist eigentlich der Ausbeutungsgegenstand, die Mehrarbeit. Und die dreht sich alles. Und die schlägt sich in Mehrwert nieder. Und der Mehrwert ist uns bekannt unter der Form des Gewinns des Unternehmers oder des Profits. Das kommt aber, das ist komplexer und kann jetzt noch nicht voll eingeführt werden. Aber jetzt analog zur Form Arbeitslohn gibt es auch hier dieses Unsichtbarkeitsproblem. Lest mal vor, Marx aus dem Band 3, Kapital. Das erste könnten vielleicht sogar einige noch verstehen, ohne jetzt das gelesen zu haben. Aus der Verwandlung des Mehrwerts in Profit, aus der Verwandlung des, der Mehrwertrate, Mehrwertrate meint das Verhältnis von Lohn zu Mehrwert oder von notwendiger Arbeitszeit zu Mehrarbeitszeit. Es gibt die Mehrwertrate. Aus der Verwandlung der Mehrwertrate in Profitrate ist die Verwandlung des Mehrwerts in Profit abzuleiten, nicht umgekehrt. Und in der Tat ist die Profitrate das, wovon historisch ausgegangen wird. Mehrwert und Rate des Mehrwerts sind relativ das Unsichtbare und das zu erforschende Wesentliche, während Profitrate und daher die Form des Mehrwerts als Profit sich auf der Oberfläche der Erscheinungen zeigen. So, ihr solltet jetzt eigentlich nur festhalten, dass beides Mal haben wir Wesen und Erscheinung, Oberfläche, Tiefe, sichtbar, unsichtbar. Und was liegt jetzt näher, als sich daraus suggerieren zu lassen, das Wesen, das Gelbe vom Ei, das wir suchen als Kapitalleser, ist das Wesen. Das Wesen ist unsichtbar. Ja, es ist für Erfahrungswissenschaft nicht zugänglich. Ja, wie dann? Es ist irgendwie ist es eine Erleuchtung oder was ist es ganz genau? So, und die Aufforderung, und da, tatsächlich, das ist jetzt eine Grundkategorie von Althusser. Er übernimmt dieses Unsichtbar. Wir wissen inzwischen aus seiner Autobiografie, dass er da gerade zum ersten Mal das Kapital las und von übrigen Schriften von Marx noch nichts wusste. Zum Thema. Schriften zum Thema noch nichts wusste. Und das ist Althusser nicht anzugreifen. Aber die Spätfrüchte seiner Lektüre, die heute fortwesen, die sind ein epistemologisches Hindernis. Wenn ich diese Gleichung aufmache, ich spalte jetzt die Wirklichkeit auf, ich habe hier Oberfläche, gleich Erscheinungsform, gleich unwesentlich, hierfür falsch, falsches Bewusstsein, und dann habe ich Tiefe, Wesen, unsichtbar. Und so jetzt, und als wenn ich Theorie lese, dann lasse ich mich einweihen in das Wissen von der Tiefe, dem Wesen und dem Unsichtbaren. Aber was unterscheidet mich jetzt von einem, was die Antike einen Mysten nannte, also einem, der in einen Mysterienkult eingeführt wurde? Es ist offenbar eine geheime Sache und man kriegt eine Erleuchtung und dann hat man Teil am Wissen der Erleuchteten. Das kann nicht unser Weg sein. Denn dann sind wir ja eigentlich ausgeliefert Leuten, die das so zu uns sagen. Und wenn wir es nicht mit unseren eigenen Sinnen und eigenem Denkvermögen rekonstruieren können, wovon hier die Rede ist, ist das nichts wert für uns. So, das ist meine dringende Empfehlung, sich von Marx nicht verführen zu lassen in diese veraltete Epistemologie. Epistemologie heißt Form, Wissen selber wissenschaftlich zu denken. Also was eigentlich passiert, wenn man etwas weiß. Die Bewegung von Wissen zu untersuchen. Wissenschaftstheorie, wie man vielleicht auch sagt. Die Franzosen haben den Begriff Epistemologie ein bisschen eine andere Bedeutung gegeben. Jedenfalls nicht Erkenntnistheorie. Weil Erkenntnistheorie geht mindestens von Kant her von der Frage aus, ja, wie können wir denn nur was wissen? Während die Epistemologie von Spinozas Feststellung ausgeht, meine Lieben, wir haben immer schon Wissen. Wir brauchen nicht bei Zero anzufangen. Lasst uns lieber genau analysieren, was hat es mit diesem Wissen, was wir schon habemus enim ideam veram, was mit diesem Wissen eigentlich es auf sich hat und wie sich dieses Wissen entwickelt und vermehren lässt und so weiter und unterscheiden lässt von falschen Vorstellungen. Ja, das ist eine andere Herangehensweise. Man hat schon etwas
und untersucht es, während bei der erkenntnistheoretischen Frage traditionell gefragt wird, wie könnte ich womöglich etwas haben? Und in der Regel dann herauskommt, eigentlich nicht. Gut, das war ein Witz, aber er ist nicht angekommen, schade. Jedenfalls zu meinem Frage, wie nicht, wäre der dringende Rat, die Übergänge, die Marx bringt, also das Übergehen von einem Gegenstand zum nächst komplexeren, diese Übergänge alle auf die Goldwaage, nein, das kann man nicht, den Übergang kann man nicht auf die Goldwaage legen, diese Übergänge sorgfältigst zu prüfen und sozusagen in den Diskussionen versuchen herauszuarbeiten, ob wir das ganz am Lichte des Normaltages rekonstruieren können, was sie hier behaupten, oder ob irgendetwas Geheimnisvolles einfach behauptet wird. Das Geheimnisvolle, bloß Behauptete, wird nicht akzeptiert. Es muss sich rekonstruieren lassen. Aber wie rekonstruiert man sowas? Welchen Rekurs haben wir eigentlich? Worauf können wir zurückgreifen, wenn wir einen solchen Übergang haben? Die Antwort, die ich gebe, das ist aber jetzt wieder Theoriepartei, ist die, wir haben gar keine andere Möglichkeit, als die zu versuchen, nachzubilden, wie wir uns verhalten in bestimmten Verhältnissen, wie dieses Verhalten auf das Verhalten anderer stößt und welches Resultat sich aus der Überlagerung dieser verschiedenen Verhaltensweisen oder Handlungsformen ergeben. Also wir brauchen eine Analyse, mindestens eine Simulation, denn man kann ja beim Denken, das tut man ja nicht wirklich, aber man kann doch Probehandeln machen, wie das bei Freud sehr schön heißt. Also Denken als Probehandeln betreiben. Und mit allem Realismus, zu dem man fähig ist, versuchen, dieses Probehandeln wirklich auch klar durchzuführen. Also lasst uns mal eine Methode zu skizzieren, wo wir die Übergänge, die Marx macht, das Übergehen von einem Niveau zu einem nächsten oder von einem Systemzustand zu einem komplexeren, wo wir diese Übergänge nach dieser Regel versuchen zu durchleuchten. Lassen Sie sich nach dem, was wir bei bestem Wissen und Gewissen denken können, lassen Sie sich rekonstruieren. Und zwar ohne Rückgriff auf etwas anderes als bestimmte Verhältnismomente, soziale Strukturen, zum Beispiel Markt, Privateigentum, persönliche Freiheit als herrschende Ordnung, als Bedingung, dass überhaupt jemand das Recht hat, seine Arbeitskraft auf den Markt zu tragen. Und dann aus dem, was passiert, wenn verschiedene Handlungsformen aufeinanderstoßen. Zum Beispiel, wenn Chinesen ihre Arbeitskraft für 64 Euro auf den Markt tragen und was passiert, wenn das zusammenstößt mit dem Angebot, das für 2.500 Euro zu tun, in kürzerer Arbeitszeit, mit so und so viel Ferienwochen. Jetzt ist es wieder bitter, ne? Aber jedenfalls, dass man es rekonstruiert, dass man den Vorgang rekonstruieren kann. Und dann versteht man auch, was die Heuschrecken angeht. Weil man dann sieht, dass das wie in einem System verbundener Röhren geht. Die Energie fließt dieses Gefälle und wenn einige Energie zurückbleibt, jetzt hört das Bild auch vernünftig zu sein, dann, ich muss da ein anderes Bild suchen, könnte man sagen, dann fließt das sozusagen aus, das scheidet aus dem Gesamtspiel. Na, jetzt lachen wir mal das Blödsinn weg. Das Kapital bewegt sich nach dem höheren Profit. Eine Determinante des höheren Profits ist der niedrige Lohn. Eine andere ist vielleicht die höhere Produktivkraft. Zwei Bewegungen, die sich im Übrigen widersprechen. Denn die höhere Produktivkraft einzuführen, lohnt sich nur, wenn kein billiger Lohn zur Verfügung steht.
wenn der Zurückgriff auf billige Arbeitskräfte profitabler ist als der Vorgriff auf höhere Produktivkräfte, dann wird ein Kapital das Erstere tun und nicht das Zweite. Wenn das Kapital aber das Zweite tut, statt das Erste, und die Konkurrenz tut aber das Erste statt des Zweiten, was passiert dann? Dann wird dieses Kapital, welches den ungünstigeren Weg geht, sozusagen früher oder später zum Tode verurteilt. Es kann nicht mithalten in der Konkurrenz. Der Heuschreckencharakter liegt also nicht am einzelnen Kapital. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist der ganz normale Vorgang. Jetzt komme ich schon allmählich zum Schluss. Es müsste eigentlich aus dem Beispiel, aus der Aufforderung, lasst euch von Marx nicht verführen. Gerade dort, wo der Text ganz schnell einleuchtet, diese Sachen, die ich vorhin zitiert habe, leuchten leider, wie ich aus jahrzehntelangem Unterricht weiß, den Anfängern ganz schnell ein. Das lernen sie in halt 2 Minuten und sagen das dann her und sind befriedigt. Es bleibt unbefriedigt an der Stelle. Also so ein Satz wie, das Wesen ist unsichtbar, bleibt unbefriedigt. Verlangt, dass es euch gezeigt wird. Verlangt nach Sichtbarkeit. Das historisch berühmteste Paradigma, an dem man diese Frage diskutiert hat, ist das Paradigma, was der Kant in der Kritik der reinen Vernunft, gleich, ich glaube, das ist wohl im Vorwort, nimmt für das, was er selber jetzt hier bietet. Nämlich er sagte, ich bilde es jetzt einfach mal so nach, also wir haben vor den modernen Physikern, konnten wir uns keinen Reim machen auf die Beobachtungen am Himmel. Die schienen im Durcheinander zu sein. Das ließ sich nicht erklären. Da geht die Sonne im Osten auf und irgendwie der Mond läuft so und so, dann sieht man noch Sterne, die bewegen sich so und so. Und diese Bewegungen müssen sich ja rational erklären lassen. Die ersten Erklärungen waren, dass da sowas wie Schalen sind und die drehen sich um die Erde, an denen sind diese Gestirne aufgehängt. Aber das stimmte nicht. Die Bewegungen liefen so nicht. Dann hat man versucht, mehrere Schalen, die sich unterschiedlich drehen, das ging auch nicht hin. Und dann, sagt der Kant, kam man auf die Idee, dass man jetzt einmal nicht bloß das Beobachtete, sondern den Beobachter sich bewegen ließ. Jetzt wurde begriffen, dass der Beobachter sozusagen irgendwo auf der Erdkruste sitzt und das, was sich bewegt, die Erde selber ist. Und deswegen er das Bild hat, als bewegte sich der Himmel. Jetzt geht die Sonne auf. In Wirklichkeit dreht sich jetzt der Beobachter der Sonne weg oder zu ihr hin. Weg, wenn sie unter, hin, wenn sie aufgeht. Also man musste den Beobachter in Bewegung setzen und jetzt konnte man das rational erklären. Jetzt, wie wird man ein solches, ich nenne das jetzt mal ein bisschen hochgestochen, ein Paradigma. Weil es ist ein Beispiel für etwas, was ohne Wissenschaft nicht erklärt werden kann, was zu irreführenden Theorien geführt hat. Also das geozentrische Weltbild ist der Generalnenner dieser irreführenden, dieser falschen Theorien. Und da das immer diskutiert ist, kann ich das ein Paradigma nennen. Das ist das Beispiel der Beispiele für das Problem, wovon gerade hier die Rede ist. Taugt denn nun die Kategorie unsichtbar für den wirklichen Zusammenhang? Also dass sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die eigene Achse und sich so um ihre Achse drehend auch insgesamt um die Sonne dreht. Taugt da der Begriff des Unsichtbaren? Und die Antwort wird doch folgendermaßen sein. Zunächst einmal ja. Also wenn ich so einfach an der Stelle sozusagen beobachte, sieht das so aus. Ich sehe nicht, dass es anders ist. Ich sehe das zunächst nicht. Aber das, was ich zunächst nicht sehe, ist deswegen noch lange nicht unsichtbar. Sondern es ist ein von mir jetzt in dieser Bedingung nicht gesehenes. Und schon wenn ich, wie das dann die Physiker vor 300 Jahren gemacht haben, wenn ich Modelle baue, sehe ich es. Das ist zwar nur ein Modell, aber ich kann es sehen und kann es jetzt auch zeigen, nur so geht es auf. Und jetzt sieht man, wie sich das im Raum bewegt und wieso das auf einem bestimmten Beobachterpunkt auf der Erdkruste so aussehen muss, wie es für uns aussieht. Ich kann es befriedigend erklären und ich habe es gesehen. Dann kann man sagen, gut, aber ich habe nur ein Modell gesehen.
Aber in dem Moment, spätestens in dem von einem Satellit aus die Sache beobachtet werden kann, also ein außersystemischer Beobachter, eine Beobachterposition geschaffen werden kann, sieht das wieder anders aus. Jetzt in der Sozialwissenschaft haben wir es nicht so. Aber das Problem ist ja, Phänomene liegen auseinander, scheinen zusammenhangslos. Die Aufgabe ist zu suchen, gibt es einen Zusammenhang zwischen den auf den ersten Blick unzusammenhängend erscheinenden Phänomenen. Das ist die Aufgabe. Und diese Aufgabe, der stellt sich die Forschung. Und was findet sie? Sie findet Vermittlung. Der Zentralbegriff der Dialektik. Sie findet Vermittlungen, das heißt zwischen den auseinanderliegenden Extremen, die Mitte, die mit jedem der Extreme verbunden ist, während die Extreme voneinander getrennt scheinen. Also ist das Aufsuchen der Vermittlungen entscheidend. Vermittlungen können diachron gefunden werden. Dann finde ich, zum Beispiel bei Ausgrabungen, finde ich irgendeinen Oberkieferknochen, der deutet darauf hin, dass es zwischen den Neandertaler und ich weiß nicht wem, welche Art von unseren Vorfahren eine Zwischengestalt gab. Das Beispiel ist, glaube ich, falsch. Der Neandertaler ist ausgestorben, insofern gibt es da keine Vermittlung mehr. Bin ich recht informiert. Sonst egal, ihr könntet da irgendein Modell dafür einsetzen. Nicht? Das wäre diachron. Oder ich finde es synchron. Also zum Beispiel vorhin, dass ich beim Sklaven verfolgt habe, wovon lebt er eigentlich? Und dann fand von einem Teil seines eigenen Arbeitsprodukts. Das heißt, was auf den ersten Blick nicht sichtbar war, war nachher sehr wohl sichtbar. Also die Devise muss heißen, ich muss das in die Welt bringen, an den Tag bringen. Ich muss versuchen, es so zu rekonstruieren und die Vermittlungen aufzusuchen, dass ich verhindere, dass daraus ein Geheimwissen wird. Wenn der Marx sehr oft von Mystifikationen des Kapitals spricht, haben andere Theorieparteien daraus eine Art Geheimkult gemacht und initiieren in das Geheimnis. Nein, das kann nicht der Weg sein. Wir werden die Mystifikationen am Tageslicht auflösen und nicht aufspalten, eine dualistische Aufspaltung zwischen einer Wesenssphäre und einer trügerischen Erscheinungssphäre machen. Das kann nicht gelöst sein. So, das wäre also zusammenfassend dieser Punkt. Und jetzt vielleicht noch beim Schluss. Natürlich könnte man zu all dem 100 Sachen dazu sagen. Kapitallektüre ist eine unabdingbare und durch nichts zu ersetzende Voraussetzung, um Kapitalismus oder um kapitalistische Vergesellschaftung denken zu können. Das ist auch verrückt eigentlich. Es gibt keine im Ernst konkurrieren könnende Literatur seit diesem Theoriewurf. Es gab zwar seit der Veröffentlichung immer wieder Beerdigungen, aber die waren nicht überzeugend. So, aber man muss sich auch klar machen, das ist zwar unabdingbar, aber nicht zureichend. So wie man in der alten Sprache gesagt hat, eine notwendige, aber nicht zureichende Bedingung. Also bei die Kapitallektüre muss diese Unzureichendheit auch vor Augen haben. Sie muss sich nicht einbilden, dass sie hier das gesamte Spektrum kapitalistischer Wirklichkeit bekommt. Sie bekommt eine Abstraktion, einen ganz bestimmten Durchgang, das ist was Ungeheures, aber sie bekommt nicht das konkrete Ganze. Und sie darf sich um Gottes Willen nicht verführen lassen durch schlechte Lektüre, das sind jetzt ganze Schulen, die ich gerade in die Pfanne haue, zum Beispiel folgende Lehre in die Welt zu setzen. Im Vorwort zur ersten Ausgabe. Zur Vermeidung möglicher Missverständnisse ein Wort. Die Gestalten von Kapitalist und Grundeigentümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht. Aber es handelt sich hier um die Personen nur, soweit sie Personifikation ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. So, und das kann man jetzt so lesen, dass man sagt, das als Marxismus ausgibt, für uns Marxisten sind Personen grundsätzlich nur die Personifikation ökonomischer Kategorien. Ihr werdet es nicht glauben, aber diese Partei gibt es auch.
Und das ist einfach, erstens mal, dann müssten wir uns schnell vom Marxismus verabschieden oder vom marxistischen Denken verabschieden, denn jeder von uns weiß, niemand von uns ist reduzierbar auf eine ökonomische Kategorie. Das geht viel reichhaltiger und widersprüchlicher zu. Das wäre also einfach eine dümmliche, reduktionistische Theorie. Das steht aber hier gar nicht. Es handelt sich hier um die Personen, nur soweit sie das sind. Und alles Übrige lasse ich hier weg. Das hat hier nichts zu suchen. Also diese, er beansprucht überhaupt nicht, sozusagen von empirischen Personen vorauszusagen, sie werden sich sozusagen so wie ein Geldbeutel mit Füßen und Kopf verhalten oder irgend so etwas. Überhaupt nicht. Aber er untersucht, was passiert, sofern sie sich oder insoweit sie sich als ein Geldbeutel mit Kopf und Füßen verhalten. Das untersucht er. Und wie das dann in der konkreten Mannigfaltigkeit der Empirie zu denken ist, das ist eine ganz andere Frage. Also die Empfehlung wäre, diesen Status einer notwendigen, aber nicht zureichenden Bedingung vor Augen zu behalten. Und insgesamt scheint es mir so, dass das Kapitalstudium möglichst in Gruppe, nicht notwendig, aber möglichst in Gruppe, das entscheidende Bildungsmedium marxistischen Denkens und damit auch marxistischer Subjekte ist. Und diese Ressource marxistischer Subjekte ist eine sehr knappe Ressource geworden. Sie ist aber äußerst, äußerst wichtig. Vor allem, wenn es eine Art von marxistischen Subjekten gibt, die die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, die keinen reduktionistischen oder ökonomistisch verkürzten Ansatz vertreten, dann sind sie unentbehrlich in den Auseinandersetzungen, die da kommen, unentbehrlich, um das populistische Gewäsch sozusagen durchschaubar zu machen und um unsinniges Handeln von sinnvollem Veränderungshandeln zu unterscheiden. Da vorhin bei meiner Vorstellung vergessen wurde, das, wofür ich mir also wirkliche Verdienste für die deutsche Sprache und Kultur und die deutsche Linke und noch mehr ausrechnen, nämlich es hingekriegt zu haben, dass wir die kompletten Gefängnishefte von Antonio Gramsci auf Deutsch haben. Und das ist wie, wenn man eine Stadt anlegt oder ein Verkehrsnetz baut, was dann ganz viele Leute benutzen können in Zukunft. Das ist jetzt da. Möchte ich doch mit einem Gramsci-Gedanken enden. Dieses Kapitalstudium als Bildungsmedium marxistischen Denkens oder marxistischer Subjekte erschließt auch eine gemeinsame Sprache. Das klingt vielleicht jetzt unsinnig. Wenn ihr euch mal diesen Globus in seinem schrecklichen Zustand ansieht, in seiner unaufhebbar scheinenden Verwirrung der Religionen, der Ethnien, der Civilizations und deren Zusammenstöße, dann muss euch eigentlich deutlich sein, dass die Entwicklung eines an keinen Gottglauben und an keine Ethnie gebundenen Wissens von Vergesellschaftung eine ungeheure menschheitliche Größe ist. Und alle ernsthaftere Politik für eine andere Welt oder eine andere Vergesellschaftung auf diesem Globus zehrt auch davon. Viele es wissen, noch mehr ohne es zu wissen. Also das ist eine intellektuelle Ressource und eine Sprache, mit der man sich verständigen kann, über die Kontinente und über die Einschnitte hinweg, die eine ungeheure Bedeutung hat. Was nicht heißt, dass ihr diese Bedeutung auch öffentlich oder durch die Machthabenden zugewiesen würde. Deswegen auch Derridas Gedanke, den man als Spinnerei abtun will, das täte ich aber nicht raten, vorzuschlagen, man müsste uns eigentlich auffassen als eine intellektuelle Internationale, die aus allen Völkern, in allen Ländern, die diese Erkenntnismittel sich aneignen und die deswegen bei den Debatten über das Wohin und Wohin nicht die größten Dummheiten verhindern könnten. So, jetzt dazu Gramscis Gedanke.
Ich glaube, dass diese Kapitalstudium, wenn es vernünftig betrieben wird, dem verantwortungslosen Intelligenzgebrauch entgegenwirken wird. Jetzt mit Gramsci gesagt, einer Verbindung von Disorganizität, also Inkohärenz könnte man vielleicht sagen, Mangel an systematisch-kritischem Geist, denn das lernt man beim Kapitalstudium, weiß Gott, Nachlässigkeit bei der Ausübung der wissenschaftlichen Tätigkeit, das trägt einem diese ernsteste aller Theorien aus, Mangel an kultureller Zentralisierung, ethische Schwäche und Nachgiebigkeit im Bereich der wissenschaftlich-kulturellen Tätigkeit und so weiter, das gehört zu den Notizen, die der sterbende Gramsci geschrieben hat, die sind nicht sehr schön sprachlich, aber der Gedanke ist grandios. Das, was er so beschreibt und was in der Gegenwart die Medienintellektuellen mehr oder weniger ausmacht, nennt er Lorianismus. Nach einem Medienintellektuellen der damaligen Zeit, Achille Loria, der auch dann behauptet hat, Marx hat ihm seine Ideen gestohlen und der den wahren Jakob dann veröffentlichen wollte. Engels setzt sich dann im Vorwort zum dritten Band mit dem Loria auseinander und Gramsci trägt das zusammen und schlägt vor, lasst uns doch über diese Art, mit seinem Intellekt umzugehen, das marktgängig jeweils neueste Schaum zu schlagen, lasst uns das Lorianismus nennen. Dieser Ausdruck ist dann nicht sehr breit durchgesetzt worden, aber ich finde mich heute in der Situation, dass ich einen solchen Ausdruck benötige, denn der Lorianismus beherrscht weitgehend die intellektuelle Szene. Gramsci, ich zitiere, man muss nüchterne, geduldige Menschen schaffen, die nicht verzweifeln angesichts des schlimmsten Schrecken und sich nicht an jeder Dummheit begeistern. Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. So, das kennt ihr jetzt wieder. Ne? Also, danke mich für die unendliche Aufmerksamkeit.